Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Wildlands. Wir werden jetzt die Erfahrungspunkte abstauben. Wir sind jetzt bei 10. 10 Leute für einen Erfahrungspunkt. Halleluja. Gut, dann werden wir mal uns heimlich still und leise. Ich will noch mal schauen. Die Drohne ist oben. Ob der gesehen wird. Ja, von dem, okay. Hey. Hey. Hi. Siehst du mich? Hey. Du. Naja, okay. Okay. Also am besten. Der wird von denen da drüben gesehen. Das heißt. Die Karre ist alarmgesichert. Ah, ich kann auf die Autos schießen. Ups. Um die abzulenken. Aber von wo? Ich könnte da hochgehen. So hochklettern. So von hier. Und dann von hier oben alle abknallen. Aber wie komme ich da hoch? Ja doch, da komme ich. Oh, Entschuldigung. Ich habe gerade voll dich niedergetrampelt. Von da komme ich da hoch. Hier ist niemand. Keine Sorge, hier joggt nur einer mit ganz großen Ästen. Was? Okay, jetzt noch mal kurz schauen. Also, die beiden hinten. Also. Zurück mit dir, sie werden dich sehen. Hä? Ja, mit dir, ne? Sie werden dich sehen. Aber die drei müssen wir kicken. Nee, aber die werden sofort gesehen. Also dann lasse ich die drei in Ruhe und schieß auf die. Warte, 1, 2, 3, 4. Nee, das sieht er natürlich. Eieiei. So. Was wäre, wenn ich jetzt auf den schieße? Dann sind alle alarmiert. Und dann? Dann sind alle auf einen Haufen quasi, aber das ist ja auch nicht so super. Okay, also der schaut nach da, der schaut nach da, der schaut nach da. Wenn ich die hier platt mache, das sieht er. Wenn ich den platt mache, das sieht er. Wenn ich den platt mache, das sieht er. Wenn ich die beiden kill. Okay. Erstmal was trinken. Wie soll ich da vorgehen? Also auf jeden Fall werde ich einige Male die Simultanschüsse machen müssen. Roger, ich gehe raus in neue Position. Shit, ich muss die Position wechseln. Ziel erfasst. Ziel erfasst. Bin bereit. Bereit. Auf deinen Befehl. Das ist sehr, 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 sehr riskant. Das ist extrem.
extrem riskant. Muss mal schauen. Also der da geht jetzt wieder hier vor. Also muss ich quasi warten. Bis. Warte, ich nehme mal mein Fernglas. Da habe ich bessere Übersicht. Okay, der schaut halt auch die ganze Zeit in die Richtung. Der geht jetzt dahin. Die sprechen miteinander. Sobald der wieder zurückgeht, gebe ich dann den Schussbefehl. Aber der da sieht das nicht. Und der da, der sieht es eigentlich. Der sieht es. Der da könnte es sehen. Also jetzt sind wir gerade vier hinten. Das ist eigentlich auch super. Okay, sobald ich den töte, ergeben sich die anderen. Okay, alles klar. Beziehungsweise nicht unbedingt jetzt schon, aber sie geben schneller auf. Okay, der eine ist weg. Der muss jetzt auch weggehen. Jetzt kommt der andere wieder. Sorry, dass ich gerade warten muss. Ich will halt nicht so krasse Action. Jetzt geh. Geh. Gut, boot, boot, boot. Weg da. Ja, und der schaute jetzt auch wieder dahin. Ah, da. Verdammt. Ja, jetzt kommt der wieder. Jetzt müsste der eigentlich langsam wieder gehen. Jetzt ist der wieder da. Jetzt kommt der wieder. Das heißt, die quatschen wieder. Und dann geht er weg. Nicht? Okay, ich mache den Simultanschuss. Also sobald er weg ist. Und wenn die das gemerkt haben, erschieße ich den General oder Veteran. Oh, da ist eine böse lila Truppe. Okay, gut. Oh, jetzt geh mal weg da. Was ist los? Was ist los bei dir? Ah, jetzt hat. Sehr gut. Super. Das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und Jungs, in 3, 2, 1, go. Hab einen. Super. Sehr gut. Das hat perfekt gepasst. Und dann warten wir, bis die anderen wiederkommen. 13 Sekunden muss ich noch warten. Das ist halt ein bisschen auffällig, ne? Sobald der. Warte, 3, 2, 1, go. Ich gehe in Position. Ich brauche eine bessere Position. Alles klar, geh in Position. Markiert. Roger, Ziel markiert. Ah, der checkt das nicht. Der checkt das nicht. Einer weniger. Alter, sind die doof? Die sind ja übelst dumm. Okay. Dann in 20 Sekunden machen wir die letzten platt. Echt? Ah Mann, dann hätte ich ja gar nicht so lange warten müssen. Die sind ja übelst strohdoof.
Der schaut halt voll in die Richtung. Also der schaut halt hier so. Ja, jetzt schaut er halt dahin. Okay, die Leiche ist halt weg. Nummer 1. Nummer. Sag ich jetzt an. Nummer 1. Nummer 2. Suche bessere Schusslinie. Shit, ich muss die Position wechseln. Ich hab das Ziel. Bereit, auf deinen Befehl. Wieso kann ich den nicht angreifen? Ah, den muss ich wahrscheinlich wieder einschüchtern. Erledigt. Scheiße. Ihr Leutnant flieht. Hier drüben alles sauber. Ah, das mit den Leutnant war blöd. Aber warum hat er das gemerkt? Wo ist denn der? Warte, ich schau mal kurz. Sehen wir uns hier nach Informationen um? Ja. Warte, wo ist denn der gestorben? Hier, oder? Nee. Ah, der ist auch schon weg. Na gut. Schade. Na, das wäre beinahe gut geworden. Ups. Hier ist alles so aus krassem Plastik. Einmal hier. Und einmal daneben. Hier. So. Sehr schön. Gut. Dann wollen wir den da machen. Ich schau mal kurz, Fähigkeiten habe ich ja zigtausend, aber ich habe halt kein Futter oder keine Ausrüstung dafür. Fahre. Na los, bin gleich bei dir. Nee, da ist die Alarmanlage an. Gut, wir fliegen. Das ist schneller. Vor allem hier, wenn wir später noch ziemlich viele Lichter und Schalter hier drin. Irgendwas brauchen. Also sagen wir mal, wir stoppen. Wir müssen einen Konvoi wieder stoppen. Dann ist das natürlich blöd. So. Naja, das kennen wir ja. Gut. Bereit? Feuer frei! Alles klar. Granate fliegt. Die Tangos sind aufgewacht. In Deckung! Greif mal an. Greif an. Wir verschwenden Zeit. Legen Zahn zu. Scheißdreck. So, gut. Das war's. Alle okay? Nach der Abschaltung dieser Stationen können die Rebellen vielleicht endlich stärker werden. Na, das war close. Amigos, dank euch habe ich... Wartet. Amigos, dank...
Dank euch haben wir einige Ressourcen erhalten, die wir dringend brauchen. Bolivien braucht eure Truppen in voller Stärke, Pack. Und wir auch. Bald wird aus unserer Guerilla eine richtige Armee. Die Art von Armee, die den vollständigen Sieg erringen wird. Muchas gracias. So, Map. Mabel der Bab. Dann gehen wir dahin. Und dann dahin. So. Und dann würde ich sagen, können wir auch mal wieder ein bisschen Hauptquest machen. Hier sind drei. Eins, zwei, markiert. Drei. Haltet sein Umfeld im Auge. Noch ein dritter. Vier. Fünf. Mit dem sind's fünf. Sechs. Doch nicht. In der Hütte wahrscheinlich dann. Ah. Ein Tango inmitten von Zivilisten. Rio del Jaguar. Scharfschütze im Turm. Ich sehe 10. Ja. Gut. Das sind jetzt 7 da unten. Die sind 200 zusammen. Wie komme ich denn hier runter? Wahrscheinlich gar nicht, okay. Roger, ich gehe in Position. Brauche neue Position. Alles klar, geh in Position. Roger, Ziel erfasst. Ziel markiert. Gib Zeichen. Die müssen sich noch ein bisschen verstreuen. Der kommt halt wieder zurück. Ah. Wo hier gehen es runter? Ah, da. Nicht hier, sondern da drüben. Naja, nicht wirklich, aber sie kann runterglitschen. Okay, der ist jetzt wieder zurückgegangen. Ja, wenn irgendwas explodiert, ist ja, ist gut. Zivilisten achten. Wir wollen niemanden versehentlich töten. Mhm. Thank you.
unten ist er, ne? Geh in Position. Suche eine gute Position. Shit, ich muss die Position wechseln. Ich hab das Ziel. Roger, Ziel bereit. Auf deinen Befehl. Greife an. Er ist erledigt, bevor sie dich sehen. Ja, das war doch gut. So, also erstmal die Unterlagen. Servus. Die Unterlagen, dann würde ich sagen, befreien wir das zuerst. Und dann erst holen wir den Helikopter, weil ich weiß nicht, wo uns der Helikopter hin manövriert. Oder wo, beziehungsweise wo wir den abliefern sollen. So. Karen, Zeit für gute Laune. Ich habe von ein paar argentinischen Politikern gehört, die das Resort in Agua Verde besuchen wollen. Deine Theorie von Korruption in Argentinien hat Hand und Fuß. Ich glaube, dass das Zusammentreffen noch nicht in Stein gemeißelt ist, aber ich werde sicher bald damit zu tun haben. Wie immer leistet Garcita im Moment die ganze Arbeit. Der Junge hat noch immer nicht gelernt, die Klappe zu halten, also kann ich euch bald sagen, welche Politiker auf der Gästeliste stehen werden. In der Zwischenzeit kannst du Gerüchten nachgehen, wonach die bolivianischen Rebellen mit denen in Peru zusammenarbeiten. Sowas höre ich nämlich nicht gerne. Wir wissen, dass die Rebellen in Peru selbst das Kokain in ihrem Land kontrollieren wollen. Die machen sogar Werbung dafür. Die posten Videos und so. Wollen wir etwa Santa Blanca loswerden, nur damit Pacatari und seine Jungs übernehmen können? Ich meine, ich weiß, dass das eine Möglichkeit ist, aber ich bin doch kein Vollidiot. Pacatari muss dann echt andere Verbündete finden. Mhm. Okay. Na schön. So, Hola. Jetzt holen wir uns die Gegend da drüben zurück. Feinde, passt auf. Hä? Alter, den habe ich ja sowas von nicht gesehen. Seid ihr okay? Mann, ich liebe den Job. Der feiert das total. Schon wieder Vollmond. Okay. Okay, ich würde sagen, wir holen uns jetzt die da drüben. Aber erst die in der nächsten Folge, weil wir sind schon bei 20. Und ich will das ja auf 20 Minuten kürzen. Beziehungsweise, also es war ja schon immer der Plan auf 20. Weil das, ja, wird öfters geschaut oder vollständiger geschaut als jetzt. Halbe Stunde oder dreiviertel Stunde. Ja, markier ihn doch mal selbst. Ich will nicht hier alles selbst tun. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.